Freitag geht es bei Softwarearchitektur im Stream um einen Blogpost, den ich geschrieben habe für meinen Heise-Blog. Dieser Blogpost hatte den Titel »Muss ich mich schämen, ein Softwarearchitekt zu sein?« In dem Blogpost geht es um Herausforderungen mit Software, die wir gerade so für Corona benötigen, Impfterminvergabe und solche Sachen wie zum Beispiel Kontaktverfolgung. Und da sind schon einige Sachen bei, die wirklich sehr schlecht laufen. Und in der CT war ein Artikel, der so ein bisschen ein Aufhänger war, genau zu diesem Thema. Ich möchte gerne nochmal über den Blogartikel reden, ihn zusammenfassen. Es gab auf Twitter auch eine ganz interessante Diskussion rund um den Blogartikel und die Diskussion möchte ich gerne auch nochmal aufgreifen und ein paar Sachen, insbesondere was wir jetzt eigentlich da als Lösung haben können, das möchte ich da gerne nochmal diskutieren. Ich freue mich auf zahlreiche Teilnahme, viele Fragen und viele Kommentare. Bis dahin.